Hi, ich bin Tim von Paysets. Ich habe heute nicht nur Silvio bei mir, sondern wir haben auch heute für euch den TAX Neo 2T. Der TAX Neo 2T ist ein Gerät von Garmin. TAX kennen vielleicht die meisten schon etwas länger. Jeder hat vielleicht mal mit so einem WeOn Smart Trainer von TAX gestartet. Wir zeigen euch heute das Flaggschiff, der Direktantrieb Smart Trainer von TAX. Und Silvio hatte das Glück, ihn die letzten Tage bei sich zu Hause zu haben und wird euch gleich mal seine Meinung zu dem Gerät erzählen. Das Design des Neo sticht sofort ins Auge, er ist absolut wohnzimmertauglich. Die Standfüße werden nicht nach außen geklappt oder angeschraubt wie bei anderen Smart-Trainern, sondern von oben nach unten geschwenkt. Der Neo sieht aber nicht nur gut aus, sondern er hat mich auch im Training überzeugt. Und wo wir schon mal beim Training sind, spannen wir doch einfach mal ein Rad ein. Der Neo ist aufgebaut, ich sitze auf dem Rad. Ihr seht, ich habe das Stromkabel in der Hand. Theoretisch braucht ihr das auch gar nicht, denn der Neo funktioniert auch autark. Er gibt alle Fahrdaten in eurer App weiter. Lediglich die Abfahrtsimulation funktioniert ohne Stromversorgung nicht. Einen klassischen Riemenantrieb haben wir hier nicht. Das Schwungrad wird virtuell durch Magneten erzeugt. Das ermöglicht eine Abfahrtsimulation. Das Schwungrad kann sich theoretisch unendlich drehen, wenn ihr auch nicht tretet. Dadurch, dass der klassische Riemenantrieb wegfällt, kann man außer euer Kettengeräusch fast nichts hören. Das macht ihn zu einem der leisesten Smart-Trainer auf dem Markt. Kommen wir nun zu den technischen Daten. Der Neo kann eine Leistung von 2200 Watt und eine Maximalsteigung von 25% abbilden. TAX gibt die Genauigkeitstoleranz mit plus minus 1% an. Er ist also sehr genau. Wir verbinden den TAX jetzt trotzdem mal mit dem Strom und dann trete ich mal in die Pedale. Die Abfahrtsimulation gefällt mir richtig gut. Das Schwungrad dreht einfach immer weiter. So fühlt sich das an wie draußen. Ich habe nicht nur die Abfahrtsimulation beim Training gespürt, sondern auch die Roadfeel-Simulation. Beim Neo werden verschiedene Untergründe durch Vibration nachgeahmt. Das können sein Pflastersteine oder Schotter oder sogar Glatteis oder Bretter. Das ist möglich in der TAX-App und bei Zwift. Der Neo kann ein paar Grad nach links und rechts flexen. Das finde ich besonders gut bei Sprints und wenn ich im Wiegetritt fahre. Und ich zeige euch jetzt, was mit Flexen gemeint ist. Ich habe den Neo mit meinem Garmin Edge Radcomputer verbunden und eine Aktivität aufgezeichnet. In der Garmin Connect App konnte ich dann später sogar eine Trittfrequenzanalyse auswerten. Ein richtig cooles Gimmick ist die eingebaute LED. Die projiziert eure Leistung direkt farblich auf den Boden vor euch. Was ich damit meine, zeige ich euch jetzt. Bei wenig Leistung leuchtet die LED blau. Dann geht es über einen Farbverlauf, über lila bis hin zu rot. Und wenn ihr über eure Schmerzgrenze hinausgeht, dann seht ihr vielleicht auch schwarz. Danke Silvio für die ganzen Eindrücke. Der TAX Neo 2T hat auf jeden Fall coole Features und ist auf jeden Fall ein Top-Gerät, beziehungsweise eigentlich mit eines der besten Direktantriebstrainer, die es momentan auf dem Markt gibt. Wenn ihr ihn einfach mal ausprobieren wollt, könnt ihr ihn einfach bei uns mieten und testen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.